Die deutsche Nationalmannschaft ist in der August-Rangliste des Weltverbandes FIFA als bisherigen Spitzenreiter auf Position 15 abgestürzt. Der viermalige WM-Champion war bei der Weltmeisterschaft in Russland sensationell in der Vorrunde gescheitert und fiel da dadurch erstmals seit 2005 wieder aus den Top 10. Die Spitzenposition übernahm WM-Titelträger Frankreich vor dem WM-Dritten Belgien. Hinter Rekordweltmeister Brasilien ist WM-Finalist Kroatien Vierter. Spanien ist Neunter. Deutschland ist in der FIFA-Weltrangliste immerhin noch vor dem Erzrivalen Niederlande, 17. platziert, Italien ist 21. Im Ranking WM-Gastgeber Russland machte in der Rangliste 21 Plätze gut und belegt jetzt Position 49. IS Bornaya hatte überraschend das Viertelfinale bei der WM-Endrunde erreicht. Neue Berechnungsformel bei FIFA-Weltrangliste. Erstmals kam eine neue Berechnungsformel bei der Erstellung der Weltrangliste zum Tragen. Die angewandte Formel beruht auf der Addition, Subtraktion der in einem Spiel gewonnenen, verlorenen Punkte zum vom bestehenden Punktetotal und nicht mehr wie beim früheren Modell auf Punkteschnitten für einzelne Spiele über einen bestimmten Zeitraum. Eine Folge der zahlreichen Änderungen ist, dass inaktive Teams ihr Punktetotal behalten, ohne dass ältere Spiele abgewertet werden. Ein Team verliert hingegen Punkte, wenn es gegen einen schlechter rangierten Gegner verliert oder unentschieden spielt, es sei denn, es handelt sich um ein Spiel der K.O.-Phase bei einem großen Wettbewerb wie der WM Top-15, die offizielle FIFA-Weltrangliste vom 16. August 2018 Platzen Nation 1 Frankreich, 2 Belgien, 3 Brasilien, 4 Kroatien, 5 Uruguay, 6 England, 7 Portugal, 8 Schweiz, 9 Spanien, 10 Dänemark, 11 Argentinien, 12 Chile, 13 Schweden, 14 Kolumbien, 15 Deutschland.